So, da sind wir wieder. Die Sylvio hier. Bei Sylvio. Da oben ist Leid. Aber das ist. Konnte hier nicht. Kann ich hier hoch? Ja, ich kann da hoch, aber. Ach, warte, ich habe da ja einen Hebel umgelegt. Jetzt kann ich da auch hoch. Machen wir das mal. Ach so, das ist noch unser Kumpel ganz weit weg, Gott sei Dank. Ja, also. Bobby, was haben wir hier drin, sagen wir mal. Irgendwelche Vögel angezündet, scheinbar. Was? All work, no play. Alles Arbeit, kein Vergnügen. Ein Full. Leid. Kann hier nichts machen. Aber wir können hier nochmal was lesen. Hier ist ein Old Paper. Clipping. Loading in landslides. Board on a by a storm based over near Vermilion Park have killed at least 31 people and left 20 others missing, according to local reports. Hundreds were evacuated from the hotels and buildings situated in the outskirts of the park, while the park center suffered the most extensive damage. 15 bodies, genau. 15 bodies were recovered from houses buried in a small village in the center of the park, included the wife of local politicians James Hansen. Okay. Also durch den Sturm, dass da welche gestorben sind, das wissen wir. Leid. Nur leider. Leid, nichts machen. Da haben ja einige der Geister schon von erzählt, dass es geregnet hat, starke Winde da waren. Ich komme hier nicht raus. Jetzt hat. Okay, die Käfige sind alle offen. Und scheinbar muss ich da was tun. Dem Leid konnte ich gerade nichts machen. Also wenn es blöd läuft, müssen wir echt komplett den ganzen Weg laufen. Zu unserem Kumpel. Und ich glaube, das wird auch, darauf wird es auch, also läuft es auch hinaus. Ich möchte hier mal bitte die ganzen blöden Bälle loswerden. Die mir nämlich eh nichts bringen. Das ist nämlich das Problem, die Bälle, die verwunden nicht. Und irgendwas hat er nämlich nach mir zurückgeworfen das letzte Mal. Deswegen möchte ich gern die harte Munition tatsächlich. So, dann schauen wir mal. Weil scheinbar brauchen wir Vögel. Wir brauchen definitiv Vögel für die Käfige. Und die müssen wir dann anzünden. Ey. Also der Tierfreund in mir findet das gar nicht cool. Aber immerhin sind es keine Hunde oder Katzen. Ich glaube, dann hätte ich hart, wie heißt es, nicht kapituliert, sondern da hätte ich mich gegen aufgestellt hier. Oh fuck, hier liegt so viel Munition. Das gefällt mir nicht. Aber das kann eigentlich nur Kerzen-Szenario sein, gerade. Hallo. What's your name? Christoph.
Christoph, what's your name? Oh, mit K. Das ist ja mal eine ganz andere Schreibweise hier. Christoph. Nein! My? My babies. My birds, my babies. Okay. Die hält immer noch die Kerze in der Hand. How did you die? Ah. How did you die? Murder. Er wurde ermordet. Many murderers. Okay, noch langsamer. Es ist immer noch zu schnell. I saw too much. Also Mafia-Mord hier, oder was? I saw too much. No pass aside. Sowas wie kein Erbarmen, oder... What happened to you? Boah, shit, ey. Suffocate. Oh, mir wird's gerade ganz anders einfach. In my trailer. Er wurde hier umgebracht. Da ist noch was. Ist langsamer. Moment. No air. Das ist schon der... Weiß ich nicht, wie viel. Der sagt, er hat keine Luft bekommen. Mal so rum. Er sagt da doch noch was. No air, aber da... Irgendwas übersehen wir. Vielleicht so rum. Ach so. So. Jetzt machen wir nochmal alles. In my trailer. War hier. Machen wir mal so. Ich weiß nicht, ob wir es beim ganz normalen Abspielen nochmal was rausfinden können eigentlich. Suffocated. Auch wenn es da unten nicht immer so lange dauern würde, ne? Das war das No Air. Ja. Das ist das No Air. Frage ist, sagt er danach nochmal was? Yeah.
Sleeping. Er war in seinem Trailer und hat geschlafen. Und hat dann keine Luft mehr bekommen. What do you want from me? Ja. Oh nein, stell doch solche Fragen nicht. Da kann nichts Gutes bei rauskommen. Exit Tunnel. Wir sollen durch den Tunnel. Ja, wir sollen durch den Tunnel. Exit Tunnel. Where's this tunnel? Er weiß es nicht. Er weiß es nicht. I don't know. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir vor müssen. Aber schneller, glaube ich. Ja. Not alone. Nein. Gib mir das wieder. Moment. Scheiße. Nein. Wie komm ich denn nochmal dahin? So nicht. So. Also, not alone. Das kann mehrere Dinge bedeuten. Das heißt, er ist nicht alleine. Ich soll am besten nicht alleine kommen. Okay, wir gehen nochmal. It's so dark. Scheiße, ey. Oh, fuck it. Ich habe richtig Gänsehaut gerade. An dieser Stelle möchte ich nochmal alle darauf hinweisen, dass ihr das am besten mit Kopfhörern schaut. Das ist einfach übel. Hier, help. Oh, shit. Help. Not alone. Accidents will happen. Was steckt der Messer? Nimm das Messer mit. Nimm doch das Messer mit. Wird. Es ist über uns. Ah, ist ein Stock. Jetzt, hier. Wir sind genau drauf. Druff. Ich weiß echt nicht, was der von mir will. Okay, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Wir gehen einfach mal nochmal zurück. Okay. Also das war jetzt mal etwas anders. Da war doch gerade was. Alter, ich krieg hier schon Paras. Die ganzen Bäume, alles, was in der Ferne ist, sieht aus wie ein riesiger... Also weißt du, so ein Geistermensch. Ich komme gar nicht drauf klar. Ganz viele Fragezeichen hier. Ganz viele Fragezeichen. Light Cages. Noch ein Fragezeichen. Okay, was müssen wir machen? Brauche ich echt Vögel? Die Frage ist, reichen die Knochen der Vögel auch?
Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Würde es auch ausreichen, wenn ich statt lebendige Vögel die Vogelknochen einfach dafür hernehme? Das wäre mir nämlich um einiges lieber tatsächlich. Ah, es liegt hier. Weil ich meine, ich habe hier ja Vögel. So ist ja nicht, ne? Aber selbst tote Vögel möchte ich jetzt darauf verzichten, die nochmal zu verbrennen. Ich bin gerade hart am Überlegen, einfach nur, was wir am besten tun. Auffüllen kann ich nicht, okay. Weil hier können wir ja immer noch nicht wirklich was tun. Weil immer noch die Elektrizität fehlt. Gerade auch keiner hier. Was? Gerade eingebildet hat jemand mit uns geredet. Na gut. Wir schauen jetzt nochmal ins Haus. Ob es nochmal was mit dem Leid. Alter, diese Geräusche. Wirklich, wenn ihr das anschaut, hört's mit Kopfhörern. Also Stun for Birds with Rocks. Ich muss Vögel jagen. Ich muss Vögel jagen. Geräusch. Da oben ist auch nochmal ein Fragezeichen. Ich muss mit Rocks, aber ich muss sie nur stunnen. Ich habe aber nicht genügend. Und dann füllen wir hier auf. Und dann gehen wir mal auf Vogeljagd. Ja, wunderbar. Dazu gehe ich am besten hoch, ne? Da ist eh was. Ich brauche Vögel. 4 Stück. Oh Mann. Ich will das nicht tun. Warum erwartet das Spiel sowas von mir? So. Brauche ich nur noch Vögel. Dazu gehe ich am besten hoch, sagt die sie. Was macht sie? Springt runter. Ja, wo gehe ich denn da am besten hin? Hier sind gerade keine Vögel. Ich habe hier einen Vogel. Komm, der ist doch schon. Den kann ich doch nehmen, oder? Ich brauche Vögel. Wo kriege ich denn jetzt Vögel her? Mache ich es jetzt alle Dead by Daylight und stelle mich irgendwo hin und dann kommen lauter Raben? Hier ist doch weit und breit kein Vogel nicht. Vögelchen. Wollte ich sagen, da hinten fliegt einer, jetzt ist nur mein Bildschirm dreckig. Ist doch sowas von prädestiniert für einen Geist. Anna da. Da ist ja auch kein Vogel da.
Und höchstens nochmal echt gucken. Also mit dem Ding hier los. Ob hier oben die Knochen. Weiß ich nicht. Zweifellos mir das was hilft. Ich hoffe, das hier nervt euch nicht. Vom Geräusch her. Die ganze Zeit. Mich wiegt es etwas in Sicherheit. Muss ich tatsächlich zugeben. So, und lassen wir es mal runter. Da, Vogel! What the fuck, wie soll ich den erwischen? Ups. Wie zur Hölle? Es war doch ein Vogel, oder nicht? Da ist einer. Aber den treffe ich doch niemals. Das sind mehrere. Jetzt schaust du an. Moment. Das ist Cage. Besondere? Und vor allem, ich weiß ja dann auch nicht 100%, wo die runterkommen. So. Wir versuchen einfach mal unser Glück, wa? Da, Vogel. Wie soll ich denn den treffen? Jetzt ernsthaft. Ich halte das für sehr fragwürdig. Es wird nichts. Jetzt müsste jeder Treffer sitzen. Jeder Schuss. Jetzt müsste jeder Schuss treffen. Ich habe nämlich nur noch 4 Dinger. Komm mal her darüber. Guck mal. Auf geht's. Hier. Nein. Ja, und schon verkackt. Das ist doch unmöglich. Ich bin in Schulter eh schon so schlecht, ne? Und jetzt lassen die mich da auf fliegende Objekte herumballern. Nicht mal stehende. Das wird nix. Das wird absolut nix. Wo kommen jetzt die ganzen Vögel eigentlich daher? Die waren doch gerade noch nicht da. Das kann sich nur um Stunden drehen. Handeln. Egal. Kommt er jetzt zu mir? Komm doch ein bisschen zu mir. Die Frage ist, muss ich wirklich hier oben stehen? Ich meine, so ein Aussichtspunkt ist ganz gut, aber die Vögel sind ja doch eher weit weg. Halt doch irgendwo da hinten, ne? Da fliegt wieder einer. Die Frage ist, sehe ich die durch den Nebel überhaupt? Schau mal, da rollt ein Ball. Da ist doch gerade einer geflogen. Relativ nah. Da auch. Das ist alles so weit weg. Und die bewegen sich halt. Ich weiß halt nicht, wo die hinfliegen. Ich bezweifle echt, dass ich da auch nur einen einzigen treffe. Ja, nö. Also ich verballere jetzt meine 2 Dinger und dann gehe ich mal eh runter und hol mir neue Munition. Und dann... Da war einer. Gucke ich mal, ob ich von unten mehr Glück habe. Weil das wird so nix. Zack. Okay, komm runter mit uns. Sterbe ich, wenn ich da jetzt runterspringe? Wir wollen mal nicht so sein, ne? So. Hallo? Willst du bitte auf? Noch kein neuer da, oder? Dafür habe ich nämlich ein bisschen Bammel tatsächlich. Dass während ich hier mich da um die Vögelchen kümmere, Anna kommt. So, da waren noch jetzt ganz viele Vögel. Und ich glaube, meine Sorge bestätigt sich. Durch den Nebel sehe ich gar nichts.
Von hier unten. Ich muss das von da oben machen. Ich sehe gar nichts. Es ist einfach durch den Nebel. Du hast voll verkackt. Jetzt schaue ich mal, umso höher ich gehe, ob es dann besser wird. Sind doch bestimmt so Felsenvögel, oder? Das sind doch jetzt bestimmt ganz viele, die ich voll einfach treffe. Nein? Nein? Okay. So. Also, nee. Ich glaube, besser wird's nicht. Ich muss das, glaube ich, wirklich von dem Ding machen. Weil ich sehe absolut nichts. Es ist nur pures Rot. Ich sehe keinen einzigen Vogel. Das ist ziemlich mies. Weil ich sehe halt echt nichts. Von hier aus. Sag ich mal, vielleicht, wenn ich da hochgehe. Sieh nochmal wer. Warte mal, vielleicht von da aus. Nein. Blöde ist, dass ich, wenn ich gegen die Wehrdinger springen, dass ich dann immer abspringe. So. Vögelchen. Ja, doch, da geht es auch. Na gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen in der nächsten Folge. Schauen wir mal, ob wir irgendwas treffen.